Er nimmt einen weiteren Löffel Licht zu sich. Nun, wenn wir diesen Befehl dann haben, sagen wir, ihr schuldet uns noch einen Gefallen. Wir haben zwei Aufträge für euch erledigt. Das Siegel zu besorgen, das Siegel zu besorgen und die Halskette. Ihr erweist uns nur einen Dienst. Ihr bekommt eine Urkunde für das Collier. Für diese Urkunde brauche ich einen Siegel. Das werde ich nicht beschaffen. Aber ihr seid Händler. Also, ich werde darüber nachdenken. Nennt mir euren zweiten Preis. Nun, ich denke, den zweiten Preis werden wir euch nennen, wenn wir wiederkommen. Seid ihr nun einverstanden? Nein. Schau, Shiri Sipwa an. Nun, ihr habt dadurch nichts zu verlieren. Nun, ihr habt dadurch nichts zu gewinnen, denn niemand außer mir und meinen Lehrlingen kann diese Schreiben für euch anfertigen. Ihr werdet also ohne mein Schreiben nicht in das Goldene Haus eindringen, nicht ohne nötige Gewalt. Könnte sein, dass wir, nachdem ihr das Siegel bereits einmal erfolgreich gefälscht habt, dass wir noch eine weitere Fälschung von euch benötigen. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass das Siegel von Xeran danach nichts mehr wert sein wird, denn die Stadt wird fallen. Oh, wir sprechen nicht von Xerans Siegel. Wir sprechen vom Siegel des Oberhauptes der Magdalenata. Mehr Chaos. Habt ihr dies auch schon einmal gefälscht? Oder müssen wir euch das ebenfalls besorgen, sollten wir noch einmal auf euch zukommen mit diesem Anliegen? Alles hat seinen Preis. Dieses Siegel brauche ich nicht. Nun, ist das dann als zweiter Gefallen akzeptabel? Bringt mir die Kette. Selbstverständlich. Wenn wir sie euch nicht bringen, ist dieser Handel nichtig. Wir werden sehen. Er nimmt einen dritten Löffel Licht und komplimentiert euch dann heraus. Ja. Währenddessen bei Xantilia, Isarun und Yalan. Goldhand. Ihr könnt euch ein bisschen herumsehen und nachdem ihr euch mit eurer tobrischen Grundkenntnis am Hafen zurechtgefunden habt, findet ihr auch den ehemaligen Effa-Tempel, der als solcher nicht mehr zu erkennen ist. Mittlerweile hängt wohl ein bemaltes, bizarr bemaltes Holzschild davor, wackelt so ein bisschen im Wind über den Eingang. Es ist wohl mittlerweile eine Schenke, die Krakonia braut. Es gibt ein dargestelltes, abstoßend hässliches Zwitterwesen mit einem Fischkopf darauf, speckigen Hautwülsten und prallen Brüsten, an denen sich zwei Seesterne festsaugen und ein Fischschwanz. Der Verdammt ist nicht vernichtet, sondern umgestaltet. Macht es schlimmer, nicht besser. Geht mir an. Im Inneren könnt ihr noch die Grundstruktur erkennen, die Säulen, die wohl auch nicht zerstört wurden, sondern wieder einmal umgestaltet worden sind. Und überall wurden neue Tresen hingebaut. Ihr könnt eine riesige, große, einen Tresen erkennen, hinter dem dann wohl auch sowas wie der Wirt steht. Große, viele Tische, die überall nebeneinander stehen. Und wohl auch ein Bassin, was ehemals als Opfergrube gedient hat. Da halten sich jetzt wohl allerdings Krakonia und Humeria auf, die dort in aller Seelenruhe neben anderen Piraten sitzen und etwas trinken, was wie Schleim aussieht. Jo. Dann bewegen wir uns zum Tresen, oder bewege ich mich zumindest zum Tresen, ich weiß nicht, was Xantilia gerade tut. Von den Wänden starren euch entsetzliche Fantasie-Seeungeheuer entgegen, mit Netzen behängt. Allesamt wohl. Du überlegst kurz, Fälschung? Die sind nicht echt, sondern ausgestopft und mit verschiedenen Körperteilen versehen, sodass sie chimärenartig aussehen könnten, aber ja, wie gesagt, Fälschung, Fantasie und vorher. Überall mit Netzen bedeckt, sodass dann dieser Schankraum geschmückt ist. Und während ihr auf den Hauptwirt zugeht, könnt ihr wohl noch sehen, wie von einem dieser Wasserbecken euch
vor allem Jalan einige Krakonier lasziv zuwinken, so als würden sie, und du siehst es auf einem Schild daneben, Selemi, 5 Dukaten. Was ist das? Oh nein! Ich glaube, das sind Krakonier. Ich bin froh, dass gerade keine Homeria hier sind. Die machen mir immer Angst. Na gut, gehen wir erst einmal zum Tresen durch. Ach. Ja, der wird, wenn ihr auf ihn zukommt, nimmt 2 große Humpen hinter sich und fängt erstmal an, auf seinen Lappen zu spucken und wischt ihn erstmal diese Humpen aus. Ich bin Gretor, ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Bier? Bier. Bier. Wir legen ein paar Münzen hin. Reizender Laden, tatsächlich. Seid ihr der Inhaber? Aha, ja, er kratzt sich so ein bisschen und du siehst wohl, wie ein paar eklige Schuppen von seinem Hals runterfallen. Ja, genau. Und damit füllt er wohl das Bier in die Humpen und du siehst wohl, wie auch so ein paar Schuppen runterblättern von seiner Hand und dann in das Bier rein. Wie seid ihr in den Laden gekommen? Kriegst du das Kotzen? Walter Effertappe, konnte ich günstig erstehen. Günstig, verstehst du? Günstig, ich bin Gretor. Ja, Gretor, von wem hast du ihn denn erstanden? Sicherlich nicht von den Gewalten. Die waren wohl schon tot, ey. Hehe, ja, nee, die haben das nicht überlebt. Nee, hier war kurzerhand noch ein paar andere Gewalte, aber die haben sie nicht lange ausgehalten. Und jetzt sind wir, weiß nicht, von Xeran nicht, aber von Yasina, die hat das voll verkauft, so. Labonia. Haftig. Und wir laufen die Geschäfte im Moment? Ja, mit Bier kann ich mich nicht über Wasser halten. Er schiebt es euch rüber. Du siehst immer noch die glänzenden Schuppen auf der Oberfläche des Schaums. Ja, ich zwinge mich so zu tun, als würde ich daran nippen. Ich glaube, mehr sehe ich nicht drin. Ja, das Bier riecht auch echt nicht nach Bier, sondern eher nach Fisch. Ich stell's dann auch wieder vor mir ab. Du musst das Würgen unterdrücken. Definitiv ein, Nee, wie gesagt, mit Bier und Alkohol kann ich mich nicht über Wasser halten, aber hier, da drüben, die Krakonier, die haben Bock auf dich. Ja. Und die sind dort rein, aber kostet extra. Und die sind eure Haupteinnahmequelle? Klar. Er zwinkert dir zu. Läuft gut. Das Einzige kriegst du sonst in Seelärm. Wahrhaftig. Ja, ich fürchte, dafür bin ich nicht ganz Seemann genug. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Habt ihr Schlafstätten? Ja, aber das kostet. Natürlich. Wird pro Stunde abgerechnet. Wenn du verstehst. Oh, natürlich. Nun, wir werden auf euch zurückkommen, wenn wir die Notwendigkeit empfinden sollten. Naja, alles gut. Die Bänke wackeln zwar ein bisschen, aber das hat noch Luft nach oben. Zwinkert er dir zu. Ich nehme dann die beiden Krüger an mich oder halte also irgendwie so auf Armlänge von mir. Und ja, du siehst wohl, wie wenn er sein Auge einmal zugeblinzelt hat und er wieder aufzieht, wieder so ein bisschen Eiter oder Schleim an seinem Augenlid so ein bisschen hängt. So. Könnte auch Schlaf sein, du weißt es nicht, du willst es gar nicht wissen. Und beginne halt irgendwo in Richtung eines Tisches davon zu gehen. Ja. An Bank. Ja, neben dir viele Piraten, ja, Seeleute würdest du sie nicht nennen, es sind tatsächlich Piraten. Die Taverne, der Effertempel ist proppevoll. Ich denke, ich weiß nicht, was Xantilia vorhat. Ich würde jetzt, ich weiß nicht, wie lange Jana das aushält, Viertelstunde, halbe Stunde höchstens irgendwie hier rumsitzen. Also so tun, als würde er an dem Bier nippen und einfach ein bisschen schauen, ob man irgendwas sieht oder hört, was interessant wäre. Und dann, glaube ich, gehen. Denke ich, habe alles gesehen, was ich sehen muss. Ja, wenn ihr euch erstmal umhören. Wenn ihr euch hinsetzt und hören wollt, dann könnt ihr tatsächlich etwas hören, was tatsächlich relevant für euch ist. Denn im Tisch hinter euch mit einem gespitzten Ohr hört ihr wohl Seeleute, die gerade über die Plagenbringer und die Goldmorgentarantel erzählen. Interessant, was erzählen die so? Es gab wohl einen Angriff und zwar von der Plagenbringer auf die Goldmorgentarantel. Oho. Wurde schwer beschädigt und liegt aktuell im Hafen, wird repariert. Oh, hallo. Ich schaue hier so irgendwie über meinen Krug hinweg an. Interessant. Ich nicke langsam, kippe ein bisschen von dem Bier über die Tischplatte. Ja, es klebt sowieso schon. Läuft doch gar nicht mehr richtig runter, weil das Bier klebt halt an der anderen Klebe fest und steht einfach nur noch.
Sagt, sind das Algen, die hier auf der Unterseite wachsen? Uah. Ich glaube, das sind nicht nur Algen. Das ist glitschig. Da bewegt sich irgendwas drin. So eine Larve oder... Okay, mir reicht's. Ich hatte genug. Wir gehen. Diese Runde legt eine Person, ein Enter, ja, es ist kein Haken, eine Hakenhand auf die Schulter, so als wäre es eine warme, nette Hand und setzt sich dann direkt neben dir auf die wackelige Bank. Hey, und? Gute Prise gemacht? Ich bin reich, weißt du? Soll ich dir das Bier ausgeben? Nein, danke. Aber hier, ihr könnt gerne einen Schluck haben. Wir wollten sowieso gerade gehen. Ach, bleib doch noch ein bisschen Spaß haben, hm? Oder gehörst du zu ihm? Nein, die Geschäfte warten nicht. Ach so, ja. Gut, ich bin zwar reich, so als Kapitän und so von einem richtigen Schiff, aber mit so einem Paktier kann ich es nicht aufnehmen. Zeit ist nur noch mal Geld. Du bist aber eklig. Sagt. Mit dir rede ich nicht. Natürlich. Ekliger Paktierer. Verzeiht, guck das mal, ist Hübsche, mein Geschäftspartner. Ey, Hübsche, wie heißt du? Hübsche, das ist mein Name. Hübsche, ey. Und die Hübsche geht jetzt. Ey, nee, bleib mal hier. Wenn ich sterbe, hab ich meine Seele noch. Dich, ja? Scheiß Bakterier! Spuckt er euch hinterher. Du merkst wohl, wie ein grüner Klumpen an dir hängen bleibt, Jana. Oh, jetzt hat das. Oh, ich zähl mal ihm eine. Ja? Aber mit der Goldhand voran. Alles klar. Dann würfel mal zwei Raufenproben und dann gibt's eine zünftige Kneipenschlägerei in dem Effa-Tempel, wenn wir ihn so nennen wollen. Er ist nicht so gut. Beide geschafft. Ja, er versucht auszuweichen, du hast ihn aber wohl... Damit hat er nicht gerechnet, dass jetzt ein ja gut, du bist zwar sehr kräftig, aber dass ein Tasfarelet-Paktierer jetzt hier seine Goldhand ihm ins Gesicht schlägt, du merkst wohl, wie seine Zähne wegsplittern und beim zweiten Mal triffst du seine Rippen, sodass auch die nachgeben und bevor eine richtige Schlägerei ausgebrannt ist, siehst du, wie die Piraten sind wohl aufgesprungen, einige haben wohl die Säbel halb gezogen, aber lassen sie dann stecken, gucken dich an und du zählst die Sekunden, es dauert wohl so eine halbe Minute, bis dann alle Piraten anfangen mit den Händen zu klatschen oder die Füße zu stampfen und dir zunicken. Ja, dann besinnt sich dann auch wieder darauf, wo er eigentlich ist und wer er eigentlich ist, rückt sich seine vermutlich irgendwie verrutschte Maske zurecht und knurrt noch zu dem Typen runter. Nachschub kostet extra, also bleib liegen. Dann sieht er zu, dass er hier wegkommt. So viel zum Thema Unauffälligkeit. Derweil bei Rafim. Auch du findest deinen Weg durch das Marktviertel in Richtung der Beschreibung von ja, dem Travier-Tempel der geweihten Mutter Rotgunde und kannst dann, nachdem du dich ein bisschen rumgefragt hast, tatsächlich auch das Haus betreten. Ja, wie sieht das denn aus? Ja, lass mich gerade nochmal kurz gucken. Lebende Werft, Krakonia Braut, ich muss wieder suchen. Da. Das Gästehaus Gänsedaune ist nicht so groß, es ist auch nur eins von vielen kleinen Häusern im Flachsviertel. Durch eine sehr unkonventionelle Anbauweise erstreckt sich aber das Gästehaus über insgesamt 4 Etagen und hat einen Frühstücksraum sowie einige Schlafkammern, wie du wohl auch erkennen kannst, nachdem du dich dann durch das Gästehaus bewegst von Mutter Rotgunde. Die nickt dir zu, weist dir auch direkt den Platz und kümmert sich dann derweil um andere, ja wohl adlige, vielleicht ein dapatisches Geblüt, würdest du sagen, und kommt dann, nachdem sie sich die Hände an der Schürze abwischt, zu dir und nickt dir zu. Setzt sich dann auch vor dir hin. So, Verzeihung, Jungchen, jetzt bin ich da für dich. Was kann ich für dich tun? Travias und Gruß. Ach, den Mitleidlosen zum Gruße. Ja, ich wollte mir mal euer Häuslein anschauen. Ja, hier gehört. Jo, habt ihr was Fleischlastiges? Spiegeleier. Fleisch? Ja gut, kann ich auch machen. Nur Fleisch? Ja, wartet. Ich werde mal zu meinem Bären gehen und Fleisch aus der Tasche zu holen. Hier, das ist gut. Nehmt das. Das soll ich euch jetzt braten? Das wäre sehr freundlich. Ah ja, kostet aber extra. Ja, haben wir gedacht. Ja, wartet einmal kurz. Ich habe noch andere Gäste. Bin gleich da. Und dann geht sie erstmal kurz in die Küche durch so eine Schwenktür und kommt dann erstmal zu den anderen Leuten. Du hörst es wohl brutzeln im Hintergrund, wo irgendwie jemand anderes dann das für dich kocht.
Und dann stellt sie dir nach 5 Minuten erstmal ein Bier hin. So, das geht aufs Haus. Ja, das ist ja ungewöhnlich. Ja, ja. Ein bisschen Gastfreundschaft soll es ja doch geben. Also, wir haben Schlafzimmer, Schlafkammern und wir haben auch Einzelzimmer, wir haben Doppelzimmer. Willst du länger bleiben? Nee, ich schlaf bei meinen Gefährten. Okay, du bist Alan Fahner, ne? Dann natürlich. Ja, alles klar, gut, habe ich mir fast gedacht. Kann ich jetzt schon abrechnen? Klar. Danke, danke. Ja, sie streicht dann das Geld ein, wird wohl eine Dukate sein, also echt viel dafür, dass du das Fleisch selbst mitgebracht hast, aber sie entschuldigt sich auch nochmal mit den Steuern. Und wenn du dich so ein bisschen umblickst, kannst du auch noch so einen kleinen Opferstock erkennen für den Travia-Tempel, wo doch für andere Tempel, für den Wiederaufbau des Effa-Tempels, für den Wiederaufbau des Zar-Tempels, Wiederaufbau des Praios-Tempels, nur ist der halt nicht gefüllt. No. Also, ja, so kannst du überlegen, ob du da irgendwas rein tust. Währenddessen schaust du dich um. Also, es sind wohl ein paar, ja, Dapazia, Weidener, Tobria, so diese bleiche Haut ist hier irgendwie unterwegs. Kannst auch noch den einen oder anderen Dialekt vielleicht zuordnen, aber ist es nicht so viel los. Ja, ich würde einmal an meinen Bären gehen, die Diamantenkiste öffnen, in meine Hand da reingreifen, eine volle Hand nehmen. Die Kiste wieder schließen und das jetzt in die Beutel verteilen. Ja, die Travia-Geweihte wird das dann irgendwann mitbekommen, guckt dich so ein bisschen entgeistert an, setzt sich dann wieder zu dir. Verzeiht, wer seid ihr noch einmal? Ich habe euch nicht ganz zugehört. Ich habe euch nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die ihr verdient habt. Ihr seid Alan Fahner. Ja, richtig. Aber ich bin vor allen Dingen jemand, der euch das nicht gegeben hat. Weil wenn der goldhändige Besitzer dieser Truhe das rausfindet, werden wir beide damit unglücklich werden. Ja, dann solltet ihr trotzdem nicht so offen herumlaufen. Ihr seid ja schon ziemlich auffällig, vor allem mit so einem Bären und einer riesigen Kiste. Und ihr seid selber riesig, also ihr seid sehr auffällig. Egal was ihr tut, ihr solltet das anders machen. Ja, aber was will man tun, ne? Wie die Götter einen geschaffen haben, mich groß, euch nicht so groß. Tja, so. Das stimmt wohl. Ich kann ja nicht wieder kleiner werden, ne? Also ich war schon mal kleiner, das ist eine Geschichte, die solltet ihr hören. Aber dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Ihr seid ein Chorgeweihter, oder? Natürlich, der Mitleidlose geht mit mir, ja. Überall hin. Gutes Blut oder gutes Gold? Ja, ich würde sagen, Gold ist schon wichtig. Aber das Wichtigste ist, dass man auf seine Verträge beharrt. Ja, okay. Gut, ja, ich kann wie gesagt nicht dafür garantieren, dass das niemand erfährt. Dämonen gibt es hier zwar nicht, aber naja, sie blickt mal zu den anderen Leuten, die hier so sitzen. Wie gesagt, viele sind es nicht, aber ich kann halt nicht für die sprechen. Informationen sind teuer dieser Tage und die werden das sicherlich irgendwo weitererzählen. Ich werde es nicht tun. Egal, ob das irgendjemand interessiert, aber wenn ein Diamantenhändler so freigebig mit Gold ist, das wird auf alle Fälle Interesse wecken. Das ist gar nicht schlimm. Wenn euch jemand etwas schenkt, dann solltet ihr sehr misstrauisch sein. Egal, was das ist. Hier gibt es nichts geschenkt. Ja, vielleicht komme ich ja auch nochmal auf euch wieder zurück. Ja, das könnt ihr auf alle Fälle tun. Wir stehen auf alle Fälle in eurer Schuld, auch wenn ich nicht weiß, ob das für den Neubau reicht. Vor allem der Zartempel und der Praios-Tempel, der hat es ja schon ziemlich erwischt. Ja, habe ich mir ehrlich gesagt nicht angesehen. Aber ich wollte es ja nur sagen, damit ihr wisst, wofür ihr gespendet habt. Ja, das ist halt mein Anteil. Und seien wir ehrlich, der zahlt gut. Sie wischt sich so eine kleine Träne aus dem Augenwinkel. Wenn das Resovik noch gesehen hätte. Ja. War sehr lecker bei euch. Vielleicht komme ich nochmal vorbei. Vermutlich dann ohne Bären, da habt ihr schon recht. Den sollte ich lieber zu Hause lassen. Tja, solltet ihr wohl. Und eure Diamantenkiste auch. Wie gesagt, ich bin echt dankbar dafür, dass ihr hier sowas gebt und spendet, aber macht das anders. Ja, das ist gar kein Problem. Ich bin ja groß und stark und hab einen Bären. Ja, ich glaube auch nicht, dass ihr angegriffen werdet, sondern vielmehr, dass ihr beobachtet werdet in Zukunft. Versteht ihr? Ja, das wurde ich eh schon.
Gut, okay, macht was ihr wollt. Ja, dann schönen Tag noch. Ja, komm mit euch. Ja, ja, der Mitleidlose mit euch. Ja, schon wieder meinen ganzen Lohn durchgebracht. Ja, dann würde ich auch zurück zur anderen Fahnergasse gehen. Ja, ungefähr 2 Stunden später könnt ihr allesamt wieder dort auftauchen, in der Rabengasse, in dem unteren Geschoss, was euch von Laurodania du Pascaflorius gewiesen worden ist, und dort in dem Besprechungszimmer wieder zusammentreten. Ugdan ist wohl 3 Räume weiter, der hatte euch nur kurz zugenickt, hatte sich da wohl aber mit den Sklaven abgegeben und denen große Schüsseln mit Essen gegeben. Ihr könnt sie wohl wiedererkennen, die Sklaven, sind das wohl die vom Schiff? Naja, ja, die Tür wurde wieder zugemacht, nachdem ihr euch zugewinkt habt und ihr seid alleine in eurem eigenen kleinen Raum zur Besprechung. Auf wem hast du Schnaps? Natürlich, wartet, lasst mich was vom Bären holen. Oh. Ich greife in meine Schnapstasche. Sieht ja völlig fertig aus, war es so schlimm? Danke. Ihr wollt es gar nicht wissen, glaubt mir. Ja, spült das mal ordentlich durch. Rein. Und spuckt dann tatsächlich hier Schnaps aus dem Fenster raus. Oh, also widerlich war es bei uns nicht. Wir sind doch irgendwie weitergekommen. Die Sache wird auf keinen Fall einfach. Ja, das ist schlecht. Ich hab übrigens eine Handvoll Diamanten weggegeben. Warum? Das ist... Ja, ich musste mich ja irgendwie bei der Travia-Geweihten gutstellen. Die kennt wohl Resovic. Konnte nicht einfach Hallo sagen und eine Münze da lassen? Greifenmund, habt ihr mir nicht nur heute in den Eiern gelegen, ob wir diese ganzen Diamanten den Dämonenbündlern in den Rachen werfen sollten? Seht ihr, Schnauze halten. Ja, ich denke, da habe ich uns genug Freunde erstmal gekauft, wenn wir da wen brauchen. Nun, der Fälscher verlangte einen Preis. Wir sollen ihm ein Collier bringen von der Besitzerin des Haus der Prallen Lust. Das klingt einfach genug. Nun, er hat nach einer Weile damit herausgerückt, dass dieses Collier wohl nicht nur prächtig und einzigartig ist, wie er sagt, sondern er hat durchblicken lassen, dass es wohl auch Kräfte der einen in sich birgt. Das heißt, wir besorgen das, bringen es ihm, warten, bis er die Fälschung hergestellt hat und dann wird er fortgeschickt. Ich denke, es ist dann nicht mehr unser Problem, wenn wir ihm das Collier gebracht haben. Ihr meint den Fälscher? Den schicken wir dann fort. Ja. Und zwar permanent. Die gefällt mir. Jetzt denkt ihr an den richtigen Maßstäben. Ich kann nicht einschätzen, wie gefährlich er ist. Vermutlich gefährlicher, als er aussieht, aber... Ja, ich denke, ihr habt recht. Aber es gibt eine weitere Komplikation. Berans Siegel kann er nicht einfach so aus dem Stegreif fälschen. Oder zumindest behauptet er das. Sondern er braucht eine Vorlage. Das heißt, wir müssen an das Siegel kommen, bevor er es fälschen kann mit dem entsprechenden Befehl, der uns ins Goldene Haus bringt. Moment, meinte er, er braucht den Siegelstock selbst oder meinte er, er braucht einfach nur ein Beispiel dieses Siegels, wie es irgendwo aufgerufen ist? Eine Vorlage, ein Beispiel. Ein Beispiel. Also brauchen wir einfach nur irgendein offizielles Dekret, das gesiegelt wurde. Ihr sagt uns, wo wir diese Siegel finden können, diese Unterschriften. Ja, er hatte einige Vorschläge. Ich weiß nicht, ob ich sie noch alle zusammenbekomme, aber es waren auf jeden Fall das Borba Radial dabei und die Arena Aquatica aus irgendeinem Grund. Und sagt er noch? Und natürlich das Haus selber, das die Schreibstube. Nun ja, aber dann wären wir ja schon drin. Ja, das war in der Tat wenig hilfreich. Nun... Aberradial, natürlich, er ist der Pontifex. Wir könnten vielleicht... eher nicht. Was?
Ich dachte nur, wir kennen doch vielleicht jemanden in der Barbaratkirche. Meint ihr wirklich, sie ist hier in der Stadt? Ja, der Angewohnheit immer dann aufzutauchen, wenn wir sie am allermeisten und am allerwenigsten brauchen können. Nun, ich denke nicht. Zumal ich der Meinung bin, dass sie wohl in der Lage wäre, ihr wisst schon, was loszusenden. Vielleicht sollten ich und Isaron dieses Bobradial einmal aussuchen und nun ja, das tun, wozu wir gekommen sind. Ich weiß nicht, wenn es an anderen Orten auch diese Siegel gibt. Ich denke hierbei an Orte, an denen viel Papierkram anfällt, zum Beispiel Speicher oder Lagerhäuser. Ich denke, das wäre vielleicht einfacher. Vielleicht auch die Arena, wenn sie gerade benutzt wird. Aber nur halb so spaßig. Ich denke, in der Hafenkommandantur können wir vielleicht fündig werden, ja. Aber ob das leichter wird? Abelmir, wie weit sind eure Kenntnisse im Ignorantia fortgeschritten? Nun, ich beherrsche den Spruch ausreichend. Was schlagt ihr vor? Diesen Kantus zu verwenden und uns auf die Suche nach einem Siegel zu begeben, ohne dabei irgendwen anzusprechen.